Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Lange Zeit gab es keine Folge mehr. Grund war, ich hatte keine Lust, Fortnite aufzunehmen. Heute bin ich mal im Solo unterwegs. Schauen, ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt. Bin ich immer so zwischen 3. und 10. Platz geworden. Wir schauen einfach mal weiter rein, wie es wird. Und ja, mal gucken, würde ich sagen. Season Pass. Captured, Season 2, Captured 2, bin ich natürlich schon Level 114, wenn man mal vergleicht zur letzten Aufnahme und dieser ist schon ein bisschen Zeit und Leveln vergangen und ja, ich feiere halt immer noch dieses Katzending. Schauen wir dem mal zu, was die so machen. Dann lassen wir uns überraschen, wo wir hier hinkommen. Ich muss hab 3 Aufgaben und wie man sieht, ich muss ein paar Gegner überleben. Also das Gegner überleben mache ich. Die 2 Aufgaben brauche ich eher weniger, weil ich Sky, weil ich Teentina, die Katze und so weiter alle schon im Shadow-Style habe. Ja, ich bin auf Shadow gegangen bei vielen. Und ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Wo mal raushuppen. Beziehungsweise wir gucken, wo wir raushuppen und dann ja, ne? Schauen wir, dass wir so viele wie möglich überleben. Ja, ich werde hier zu den kaputten Häusern springen. In der Hoffnung, dass dort niemand landet. Ja, lass uns mal überraschen. Ihr seht, ich habe auch den Skin, wo man pro Woche was freispielen kann. Das ist jetzt das Gesichtsbemalungs-Upgrade, was ich mache mit dem Überleben. Ach, die Bandage brauche ich nicht. So, die brauchen wir auf keinen Fall. Das kommt dahin, das dahin, das dahin. Und auf zum nächsten Häuschen. Ey, lass mich hier hoch. Jo, da haben wir erstmal Level 115 erreicht. So, jetzt können wir aber erstmal das hier machen. Wo müssen wir, ach du Heimatland, wo müssen wir denn hin? Aber das schaffen wir schon. Draußen ist noch eine und dann werden wir uns mal verpieseln, so langsam auf dem Weg. So, volles Schild haben wir ja. Wir müssen an den Handlangern vorbei. Ja gut.
Oh, es leben nur noch 54. Da haben wir ja schon mal ein paar überlebt. Und alles nur grüne Waffen. Der größte Rotz ever. Mal alles mit hier. Und man hat gesehen, das war ein Bot, der hat nicht einmal getroffen, was selbst für Bots peinlich ist. Aber ich habe blaue Waffen, was will ich mehr? Ich bräuchte noch Metall, um meine Waffe da hinten aufzuwerten. Außer ich finde eine blaue. Ich sag mal so, Metall und so wäre jetzt trotzdem nicht schlecht, dann könnte ich sie noch lila machen. So, da ist noch eine Munikiste. Hier auch nochmal. Immer schön alles öffnen, dann es gibt schöne XP. Viele werden sich denken, warum, wenn man Leute killt, kriegt man doch. Ich bin eher so der vorsichtige Typ. Und farm lieber so die XP. So, nirgendwo mehr Metall für mich. Da müssen wir draußen die Autos kaputt machen. ...150 brauche ich. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Ah, nee. Na komm! So! Geht doch, meine Güte! Mann, Mann, Mann! Ah, wir haben gleich eine lilane! So, so, Lehm hat er mir ja nicht abgezogen. Der, ich weiß jetzt nicht, war das ein Bot? War es kein Bot? Ich weiß es nicht. Ist mir auch Schnuppe. Hier könnten welche drinnen sein. So, da haben wir den nächsten Kill. Und wieder einfach mal kein Schild. Okay, komm hier, bevor ich was zu mir nehme, erstmal hier rein.
Ach so, die ist ja hier. Ja. Aber ah, immer schön durch die großen Gebüsche rennen, da gibt es auch manchmal interessantes Zeug drin. So, hier war auf jeden Fall schon jemand, so wie es aussieht. So, jetzt müssen wir wieder ein ganzes Stück rennen. Leck mich doch fett. Sechzehn Leben noch. Da ist ein Turm gebaut. Das heißt, da pümmelt entweder jemand drinne. Oder der ist schon raus. Riskieren möchte ich jetzt nichts, um dahin zu rennen. Das sieht so aus, als ob da keiner mehr drin ist. Oh, Biggie, danke. Da im Haus wird auf jeden Fall... Ach, da unten rennt er doch. Denn hin? Na, ist der noch da drinne? Sniper ist nie verkehrt. Da hinten rennt einer rum. Der hier schießt. Na gut, die Zone kommt auch so langsam. La. Lalala. Das heißt aber, dass hier hinten auch noch einer sein wird.
Da oben ist was. Hat da einer gebaut oder ist da einer drinne? Ist klar, dass da jemand gebaut hat, das sieht man ja. Ja gut, gegen Gold komme ich mit Lila nicht an. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und wir sehen uns eventuell irgendwann zu einer neuen Folge Fortnite. Wo ist meine Maus? Da ist sie. Tja, dazu sagt man Karma. Tschüss.